Sie sind hier, 5. Juli 2018, 22.46 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Malaika Mihambo sprang in Lausanne 6,90 Meter weit. Urheberrecht Getty Image. Weitspringerin Malaika Mihambo feiert ihren ersten Erfolg bei einem Diamond League Meeting. In Lausanne lässt sie die gesamte Weltelite hinter sich. Die Weitsprung-Olympia-Vierte Malaika Mihambo hat knapp einen Monat vor der Heim-EM in Berlin, 6. bis 12. August, erneut ihre beeindruckende Form unter Beweis gestellt. Beim Diamond League-Meeting der Leichtathleten in Lausanne sicherte sich die 24 Jahre alte Weltranglistenzweite mit ihrem letzten Versuch vor der waltengleichen Ivana Španović aus Serbien, beide 6,90 Meter, nur aufgrund des besseren zweitbesten Versuchs den Sieg. Für Mihambo war es der erste Diamond League-Erfolg. Lauren Ugan, 26, aus Großbritannien, die bei den britischen Leichtathletikmeisterschaften in Birmingham am vergangenen Wochenende mit 7,05 Metern noch eine Jahresweltbestleistung aufgestellt hatte, belegte in Lausanne dagegen mit 6,48 Metern nur Platz 7. Bis dato waren Mihambo und die 4 Jahre ältere Španović, Olympiadritte von Rio, mit 6,99 Metern die Weltranglisten-Ersten gewesen. Frauenstaffel läuft auf Platz 2 bei den nicht zur Diamond League-Serie gehörenden 4x100 Metern der Frauen erreichte die deutsche Staffel mit Gina Lückenkämper, Jasmin Quadwo, Rebecca Hase und Lisa Marie Quayel hinter den starken Schweizerinnen den zweiten Platz. 200m-Spezialist Noah Lüles, USA, stellte bei seinem dritten Diamond League-Triumph in diesem Jahr seine Weltjahresbestzeit von 19,69 Sekunden ein. Lüles ist mit seinen 20 Jahren über 100 Meter 9,88 Sekunden, sowie 200 Meter schneller als Usain Bolt 10,03 und 19,75 Sekunden in diesem Alter. Ich werde alles, was in meiner Macht steht, dafür tun, Usain Bolts Rekorde zu schlagen, kündigte Lüles an. Der Katarer Abderrahman Samba, seit vergangenen Samstag zweitschnellster 400m-Hürdenläufer der Geschichte, siegte nach seinem Erfolg beim Diamond League Meeting in Paris auch in Lausanne, verpasste am Donnerstag aber mit 47,42 Sekunden seine persönliche Bestzeit, 46,98 Sekunden, deutlich. Dem in Äthiopien geborenen Berhanu Balef aus Bahrain gelang in 13.01.09 Minuten über 5000 Meter eine neue Weltjahresbestzeit.